So, heute mal mein allererstes Video. Ja, das wahrscheinlich auch heute noch online geht. Also wenn ihr das jetzt schon seht, habe ich es wirklich so get wirklich getan, dass ich das online stelle. Ja, warum mache ich jetzt dieses Video? Es gibt folgendes Problem, das ich momentan habe und ich auch keine Möglichkeit weiß, wie ich das Problem lösen kann. Und zwar dreht sich das Problem um TeamSpeak. Ich starte jetzt einfach mal TeamSpeak, wie man hier sieht, TeamSpeak 3 unter Linux in der 32-Bit-Version. Und da habe ich das Problem, also TeamSpeak lässt sich starten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist jetzt, wenn ich mich jetzt zu einem Server verbinde und ich bin in einem Hörspielforum angemeldet und dort gibt es eben halt auch einen Server, mit dem man sich, also beziehungsweise einen, es gibt einen Kanal, wo man eben halt mit den Leuten in Kontakt treten kann. Das ist so gesehen der Hörtalk TeamSpeak. Und dort habe ich das Problem, wenn ich mich dorthin verbinde. Erstens habe ich mal keinen Ton. Ja, also ich höre nicht, dass ich mich jetzt verbunden habe. Zweitens, wie man hier sieht, ist laut dem TeamSpeak hier mein Lautsprecher und mein Kopfhörer deaktiviert, beziehungsweise mein Mikrofon deaktiviert. Dass dem ja natürlich nicht so ist, entnimmt man ja jetzt in diesem Video, man hört mich ja sprechen und in dem Falle ist das Mikrofon halt nicht deaktiviert. Es scheint ein Problem mit dem Hörspielprojekt, so heißt es ja richtig, Hörspielprojekt Server zu geben. Allerdings habe ich dann schon den Betreiber dieses Servers angeschrieben, habe ihn dann auf dieses Problem aufmerksam gemacht und er hat mir dann gesagt, dass dem halt nicht so ist, dass es wohl ja mehr oder weniger an meiner Konfiguration hier liegen muss. Aber wenn ich mich jetzt mal zu einem anderen Server verbinde, also es gibt hier eine riesen Serverliste, ja, und wenn ich mich jetzt zu irgendeinem anderen Server mal verbinde, picken wir uns einfach mal hier einen raus, weiß ich jetzt hier, ach hier Thor's Nightmare, das hat, klingt sehr gut. Da sieht man, ich kann mich hier connecten. Ich habe hier ein blaues Symbol, ich kann also jetzt sprechen. Und hier sind diese Fehler eben halt nicht. Seltsamerweise. Ja, das scheint wohl nur unter dem TeamSpeak 3 Shellfire.net Kanal, also Port vielmehr 11886 zu liegen. Der Witz des Ganzen ist eigentlich, wenn ich jetzt meine Config-Datei lösche, die ja angelegt wird, nachdem man sich ja, nachdem man das Ding konfiguriert hat, also einen Benutzernamen eingegeben hat und immer diese Daten, und mich dann zu dem besagten Hörspielprojekt Server verbinde, dann sind diese Dinge hier verschwunden. Aber sobald ich eine zweite, also eine neue Verbindung mache, sind sie wieder da. Also irgendwas scheint in den Einstellungen falsch gespeichert zu werden, dass diese Lautsprecher und beziehungsweise Lautsprecherkopfhörer beziehungsweise Mikrofon deaktiviert ist. Und ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wie ich das Problem lösen kann. Ja, vielleicht weiß ja jemand etwas, dann wäre es nett, wenn er in die Kommentarliste unten unterhalb des Videos etwas reinschreibt, was ich denn machen könnte. Wie gesagt, ich bin unter Linux unterwegs, 32-Bit, aktuell Ubuntu 12.04. Und ja, würde mich halt freuen, wenn mir einer da irgendwie weiterhelfen könnte. Und ja, ich werde aber noch ein bisschen rumtüfteln. Vielleicht finde ich ja das Problem selbst, also wo das Problem liegt, beziehungsweise finde die Lösung dann selbst. Und falls dem so ist, würde ich dann ein Update-Video auch online stellen, wo ich dann sage, wie ich denn das Problem gelöst habe und beziehungsweise wie das Problem gelöst werden konnte. Gut, also wie gesagt, das soll jetzt erstmal so mein kleiner Hilferuf hier sein. Ja, weil ich würde schon gern in diesem Forum weiterhin auch mit den Leuten in Kontakt bleiben. Hin und wieder mal ein paar Schwätzchen halten, ist manchmal sehr witzig und ja, das wäre natürlich schade, wenn es halt jetzt immer wieder so, dass ich das dann immer wieder so machen müsste, dass ich meine Config-Datei
lösche, beziehungsweise den Config-Ordner löschen muss und das alles wieder neu einstellen. Und das macht ja keinen Spaß, wenn man bei jedem Neustart sozusagen das Ding wieder neu konfigurieren muss. Also wie gesagt, falls ihr einen Lösungsvorschlag habt oder eine Lösungshilfe habt, unten in die Kommentarliste reinschreiben. So, okay, das soll es gewesen sein und bis demnächst.